Angefangen haben wir 2015, wo wir eigentlich gefunden haben, dass Shopping für Männer extrem langweilig ist und viele coole Produkte oder Angebote, teilweise auch von kleineren Firmen, findet man auch gar nicht an einer Einkaufsmeile, wie beispielsweise an einer Bahnhofstrasse. Ich bin der Karim. Ich bin der Dani. Ich bin der Roman. Wir sind ein Team von 7 Leuten, das die Men's World macht. Wir kuratieren spannende Produktmacher, Angebote, Dienstleistungen, von denen wir glauben, dass sie Männer gefallen. Das muss aber überhaupt nicht heißen, dass sie Frauen nicht auch ansprechen können. Außer vielleicht ein Barbier. Ja gut, okay. Event hat Anfang Februar stattgefunden und bis Anfang September haben wir noch keine einzige Unterschrift von einem Aussteller gehabt. Ja gut, wir haben recht geschwitzt. Wir haben auch bis zum Eventanfang nicht gewusst, ob nur ein paar hundert Leute kommen. Am Schluss waren es dann 10'000. Die Men's World hat statt Messestände eigentlich viel eher Pop-up-Destillerien, Manufakturen und Produktionsbetriebe, wo man etwas erleben kann, den Gründer kennenlernen und Produkte mal irgendwie live ausprobieren. Und wenn einem das nicht interessiert, dann kann man Simulator fahren, Billard spielen, flippern etc. Dadurch, dass wir keine Messeerfahrungen hatten, haben wir eigentlich von Anfang an das Kundenerlebnis ausstellerseitig wie auch besucherseitig neu durchdenken und haben dadurch auch von Anfang an digital planen. Viele Startups kämpfen mit den gleichen Problemen und Herausforderungen wie wir auch. Im Dschungel dieser Möglichkeiten war es als Startup extrem schwierig zu sagen, auf was setzen wir mit dem wenigen Geld, um wirklich möglichst viel auch Wirksamkeit nach Hause zu erreichen. Und am Schluss halt die gute Symbiose zwischen Spass und Effektivität, weil das ist ja das, was einen antreibt. Wir fokussieren auf Erlebnis, Inspiration und Genuss in fast allen Bereichen, wo die Men's World eigentlich an den Markt tritt. Wir schaffen ja auch Erlebnisse abseits von unseren Events, wie zum Beispiel im Grand Hotel Dolder. Gleichzeitig haben wir ja auch schon Men's World in Hamburg und in Milano durchführen und ich glaube, es ist für uns extrem wichtig, dass wir die erfolgreich ausbauen und in Zukunft eventuell sogar noch neue Märkte dazu werden erschliessen.